Heute machen wir etwas Kleines. Hausgemachte eingelegte Peperoni. Es ist sehr authentisch, wo ich geboren bin. Wir benutzen die Peperoni immer, wenn wir kochen. Hier in Deutschland gibt's leider keine, die mir gefallen. So, lass uns heute zusammen machen. Dafür brauchst du 1, 2, 3, 4 Peperoni. 1, 2 Knoblauch und Salz. Sehr einfach, gell? Zuerst mach die Stiele vom Peperoni weg. Schneide alle 4 in kleine Ringe. Oder whatever, wie du magst. Lege sie dann beiseite. Dann schneide die beiden geschälten Knoblauchzehen klein. So, jetzt vermische die beiden Zutaten und schneide, bis alles ziemlich klein ist. Ich schneide. Du schneidest. Er schneidet. Sie schneidet. Ihr schneidet. Wir schneiden. Wir schneiden die Peperoni. Wir schneiden den Knoblauch. Schneiden, schneiden, schneiden. Danach nehme ein kleines Schüssel oder ein Einmachglas, eine Schicht der Mischung, eine Schicht Salz. Schicht für Schicht, bis die ganze Peperoni-Mischung schon drin ist. Mach die dann gut zu, lass es so 2 bis 3 Tage ziehen, dann kannst du es schon zum Kochen benutzen. Naja, wenn du gar keine Geduld hast, geht das natürlich auch schon am selben Tag. Mit dem Peperoni kannst du eigentlich immer benutzen, wie du magst. Mit Reis, mit Nudeln, mit Fleisch oder Gemüse. Na, das ist mein Video für heute. Im nächsten Video werde ich euch beibringen, was für ein Gemüse ich mit dem eingelegten Peperoni kochen würde. So, bis nächstes Mal!